Hallo und herzlich willkommen zu meiner Vorstellung der archivischen Überlieferung von Musikverlagen im Staatsarchiv Leipzig. Ich heiße Thekla Kluttich und ich bin seit 2008 im Staatsarchiv unter anderem für das Archivgut von Verlagen zuständig. Ungeöffnete Königsgräber. Unter diesem Titel veranstaltete das Mainzer Institut für Buchwissenschaft 2011 ein Kolloquium zu Verlagsarchiven. Im Vorwort zum Tagungsband bezeichnet der Buchwissenschaftler Stefan Füssel Verlage als geradezu unerschöpfliche Quelle für die Kultur- und Bildungsgeschichte eines Landes. Gewendet auf Musikverlage möchte ich präzisieren, sie sind eine geradezu unerschöpfliche Quelle für die Musikgeschichte und damit für die historische Musikwissenschaft. Im Staatsarchiv Leipzig befindet sich die in Qualität wie Quantität bedeutendste Überlieferung von Musikverlagen im deutschsprachigen Raum. Sie umfasst das 19. und 20. Jahrhundert und dokumentiert die nationalen wie internationalen Aktivitäten wichtiger Verlage wie Breitkopf und Hertel, C.F. Peters und dem VEB, Deutscher Verlag für Musik. Natürlich wird es im Rahmen musikwissenschaftlicher Forschung benutzt, aber noch bei weitem nicht in der Breite und Tiefe, in der es als Quelle für die Musikgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts genutzt werden könnte. Wovon rede ich, wenn ich vom Archivgut eines Musikverlages rede? Musikverlage waren und sind wirtschaftlich tätige Unternehmen, bei denen im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit Unterlagen entstehen. Briefe gehen ein und aus, Lektoratsbesprechungen werden abgehalten, Verträge werden geschlossen, Notenmanuskripte werden zugesandt und dienen als Stich- oder Druckvorlagen. Ein Publikationsarchiv mit Belegexemplaren der Notendrucke wird angelegt, Absatzzahlen werden dokumentiert, Werbemittel produziert. Umfang und Struktur variieren erheblich. In jedem Fall aber stehen die Unterlagen in einem engen inhaltlichen Zusammenhang. Ob diese Unterlagen, die im laufenden Geschäftsbetriebs eines Verlags entstehen, tatsächlich Archivgut werden, hängt von vielen Faktoren ab. Erfahrungen, Empirie, Lehren, ihre dauerhafte Archivierung ist die Ausnahme. Vernichtung oder Verlust der Unterlagen die Regel. Im Staatsarchiv Leipzig ist das Archivgut nach seiner Provenienz, also dem Herkunfts- und Entstehungszusammenhang geordnet. Das heißt, grundsätzlich bilden die Unterlagen eines Verlages, nennen wir es das Verlagsarchiv, einen Bestand. Diese Bestände haben eine fünfstellige Bestandssignatur und einen Bestandsnamen, in der Regel den Namen des Verlags. Sie differieren im Umfang zwischen 50 Zentimetern, klein, und 300 laufenden Metern, sehr groß. Dabei können Sie sich das so vorstellen, dass ein Karton DIN A4 à 10 cm Höhe, 10 cm Unterlagen entspricht, also 10 Kartons sind ein laufender Meter. Natürlich kann man diese Unterlagen für Forschung zur Geschichte der Verlage nutzen. Bedenkt man allein die dürftige Forschungslage zu Breitkopf und Hertel, ein Verlag, der 2019 sein 300. Bestehen feiern konnte, ist da noch viel zu tun. Aber die Verlagsbestände bieten Ansätze auch für deutlich weiter gespannte Forschungsthemen. Im Folgenden kann ich nur wenige Beispiele für Quellengruppen und Themen zeigen. Aber ich hoffe, ich kann Sie damit ein wenig neugierig machen und animieren, selbst auf Erkundungsreise zu gehen. Eine sehr wichtige Quellengruppe, die ich zunächst vorstellen möchte, sind die Kopierbücher. Ich zitiere aus Meyers großem Konversationslexikon von 1907. Kopierbuch, ein in vielen Ländern, auch durch Paragraph 38 des Deutschen Handelsgesetzbuches, gesetzlich vorgeschriebenes Handlungsbuch, in das die abgehenden Geschäftsbriefe nach der Reihenfolge der Erledigung eingetragen werden. Mit dem Abschreiben solcher Briefe begann früher der kaufmännische Lehrling seine Laufbahn. Seit längerer Zeit sind dafür Kopierpressen im Gebrauch, mittels deren ein mit dem Original genau übereinstimmender Abklatsch im Kopierbuch hergestellt wird. Zitat Ende. Also, die abgehenden Geschäftsbriefe wurden in der Reihenfolge der Versendung in das Kopierbuch eingetragen. So ähnlich wie Sie Ihre versendeten Mails in einem Gesendet-Ordner haben. Nur mit dem Unterschied, dass die Eintragungen im Kopierbuch nicht später einzeln gelöscht werden konnten. Hier sehen Sie drei Kopierbücher aus dem Jahr 1889. Das sind Bücher, bei denen schon die Abklatschtechnik genutzt wurde. Parallel wurde für die Kopierbücher eines Jahrgangs jeweils ein Registerband mit einem Namensregister angelegt. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Kopierbücher bei Breitkopf noch handschriftlich, also durch Abschreiben der Briefe, hergestellt. Hier sehen Sie eine Seite aus einem Namensregister am Ende eines solchen Kopierbuchs. Hier Buchstabe M, die oberste Zeile zu Mao Paris zur besseren Anschaulichkeit noch ausschnittsweise vergrößert. Verwiesen wird unter anderem auf die Seite 379.
Den Brief finden wir im zweiten Abschnitt auf der rechten Seite, der Seite 379. Diese Doppelseite enthält Abschriften von Briefen aus den ersten Oktobertagen 1850, geschrieben in gut leserlicher Kurrentschrift. Bei der Gelegenheit sei eingeflochten, dass die deutschen archivischen Quellen aus dem 19. Jahrhundert und früher natürlich fast ausschließlich handschriftlich in Kurrentschrift vorliegen. Das ändert sich erst ab etwa dem Ersten Weltkrieg. Inhaltlich geht es in diesem Brief unter anderem um eine Fantasie über den Propheten von Thalberg, die Ausrichtung von Grüßen an den Komponisten Charles Voss, von dem man sich ein neues Werk erhoffe, und die Zusendung einer Transkription im Auftrag von Franz Liszt an dessen Pariser Sekretär Belloni. Alltag des über die sächsischen Grenzen hinaus vernetzten Musikverlages. Vom Königreich Sachsen des Jahres 1850 aus betrachtet, waren Hamburg, Frankfurt oder München natürlich auch Ausland. Aber hier konzentriere ich mich auf das weitere Ausland. In dieser Tabelle können Sie sehen, wie viele Briefe von Breitkopf und Hertel alleine für die willkürlich herausgegriffenen Jahre 1840 und 1850 in einige ausgewählte Länder in den Kopierbüchern dokumentiert sind. Die der Tabelle zugrunde liegende Erfassung erfolgte übrigens durch eine Musikwissenschaftsstudentin im Rahmen eines Forschungspraktikums bei uns. Die konkreten Adressaten sind so vielfältig, wie es das Geschäft war. Geschäftspartner aller Art, von der Inverlagnahme von Werken, zum Beispiel Komponisten, über die Herstellung, zum Beispiel Notenstecher, Papierhersteller, bis zum Vertrieb, zum Beispiel Kommissionäre oder Privatkunden. Manche Adressaten sind nur mit einem Brief im ganzen Jahr vertreten, bei anderen gibt es einen deutlich intensiveren Kontakt. Hier am Beispiel des Jahres 1850. An Mao in Paris, Falk in Posen, Ewer & Co. in London und Jacobi in Lissabon gingen zwischen 11 und 26 Briefe von Leipzig ab. Die Antworten kennen wir allerdings nicht, jedenfalls nicht im Wortlaut. Denn leider sind die bei Breitkopf in Leipzig eingehenden Briefe für das 18. und 19. Jahrhundert weitgehend nicht mehr existent. Erst ab dem Jahr 1896 setzt die eingehende Korrespondenz ein, dann aber auch gleich sehr umfangreich. Nur ein Beispiel. Hier ein Foto von einigen der bei Breitkopf und Hertel eingegangenen Briefen im Kontext internationale Musikgesellschaft, vor ihrer technischen Bearbeitung, also dem Planlegen, Verpacken und Etikettieren. Die Firma nahm zeitweilig die Funktion einer Geschäftsstelle für die EMG wahr, was wenig bekannt, durch die Korrespondenzen im Bestand aber gut dokumentiert ist. Hier findet sich Korrespondenz mit Oskar Fleischer, Alexander Mackenzie und Jules Écorcheville, um nur einige Vorsitzende der EMG zu nennen. Ganz anders ist die Überlieferung beim Verlag C.F. Peters. Hier gibt es deutlich weniger und lückenhafter geführte Kopierbücher. Dafür aber eine sehr umfangreiche Überlieferung der beim Verlag eingehenden Briefe ab dem Jahr 1800 und für das gesamte 19. Jahrhundert. Um Ihnen einen Eindruck zu geben, hier ein Blick ins Magazin. Die eingegangenen Briefe wurden, wie bei vielen Verlagen üblich, jahrgangsweise abgelegt, innerhalb des Jahrgangs alphabetisch nach Absendern. Und das zunächst ohne Ansehen der Person. Briefe eines später vielleicht berühmten Komponisten wurden genauso abgelegt wie Briefe eines Kommissionärs aus der nächsten Stadt. Im Archiv befinden sich daher jahrgangsweise Sammelablagen mit in sich alphabetischer Sortierung. Hier sehen Sie den Inhalt eines solchen Sammelkartons in Vorbereitung einer sachgerechteren Verpackung. Bei der ersten großen Erschließung der Unterlagen im Staatsarchiv wurden in den 1970er Jahren Briefe bestimmter, bekannter Korrespondenzpartner aus diesen jahrgangsweisen Sammelablagen separiert und in eigene Mappen abgelegt. Diese sind heute namentlich ausgewiesen und online zu recherchieren. Hier das Beispiel eingegangene Briefe, Einzelmappen, Verlage und Musikalienhandlungen. Ich hoffe, ich konnte vermitteln, dass in der historischen Geschäftskorrespondenz der Musikverlage die Entwicklung ihrer internationalen Vernetzung und der Distribution von Musik im 19. Jahrhundert dokumentiert ist. Aber von Nutzen ist das Archiv gut erst dann, wenn Sie Fragen oder Forschungshypothesen entwickeln und die Quellen lesen und auswerten. Nun möchte ich mit Ihnen einen weiten Sprung machen, in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und in die DDR. Ich selbst habe meine Dissertation zu einem Thema der DDR geschrieben und erinnere mich noch gut, wie meine Kommilitonen in Bonn und später Hamburg das nicht begreifen konnten. DDR, das klang und klingt in manchen Ohren heute noch, abgeschottet, langweilig und grau. Wer sich von diesem Klischee leiten lässt,
verkennt die historischen Realitäten. Die waren erheblich bunter und vernetzter. Ich möchte dies an einem Beispiel von vielen möglichen zeigen. Die musikikonografische Publikationsreihe Musikgeschichte in Bildern des VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, erschien von 1961 bis 1989 in den vier Einzelreihen Musikethnologie, Musik des Altertums, Musik des Mittelalters und der Renaissance sowie Musik der Neuzeit. In den Reihen erschienen insgesamt 26 Einzelveröffentlichungen, davon 1961 als erste Lieferung der Band Ägypten von Hans Hickmann. Die Reihe wurde international vertrieben. Hier sehen Sie das Cover von Werbeprospekten in Englisch und Japanisch aus dem Teilnachlass von Werner Bachmann, der sich ebenfalls bei uns im Staatsarchiv befindet. Auch der Autorenkreis war international. Das zeigte bereits die Konzeption für die musikethnologischen Bände, die von dem belgischen Musikwissenschaftler Paul Collard betreut werden sollten. Im Archivgut des VEB, Deutscher Verlag für Musik, gibt es zur Reihe insgesamt und zu vielen einzelnen Lieferungen Titelakten, also Akten, die beim Verlag im Zuge der Publikation eines Buchtitels entstanden. Entstehung und Rezeption der Reihe sind durch Verträge, Korrespondenzen mit Herausgebern und Autoren, internen Vermerken, Kundenkarteien und Rezensionen gut dokumentiert. 1965 äußerte der mexikanische Musikwissenschaftler Samuel Marti, Autor des Bandes zu Altamerika, die Hoffnung, that the book will be a valuable addition to musicology and open the eyes of Europe to the potential of pre-Columbian musical activities. Wäre dieses musikverlegerische Großprojekt, das in fast 30 Jahren internationaler Zusammenarbeit von Musikwissenschaftlern entstand, nicht einer näheren Untersuchung wert? Wie können Sie nun das Archivgut bei uns benutzen? Es gibt ein Jedermannrecht der Benutzung auf der Grundlage des Sächsischen Archivgesetzes. Eine Recherche nach Verzeichnungsinformationen im Online-Informationssystem des Sächsischen Staatsarchivs ist aktuell zu 11 von 18 Musikverlagsbeständen möglich. Es liegen Verzeichnungsinformationen, also Findmittel, zu allen Musikverlagsbeständen vor. Sie sind teilweise noch unzureichend, werden aber permanent und auch anlassbezogen verbessert. Sie können per E-Mail oder über unser Kontaktformular Anfragen an uns richten. Auskunftserteilung und Beratung erfolgen zügig, in der Regel binnen weniger Tage. Regelbenutzung ist die Direktbenutzung vor Ort bei guten technischen Rahmenbedingungen. Selbstfotografie ist grundsätzlich möglich, es kann allerdings Einschränkungen zum Beispiel bei fristengeschütztem Archivgut geben. Es können auch Reproduktionen in Auftrag gegeben oder über Selbstbedienungsscanner hergestellt werden. Bei verfilmtem Archivgut erfolgt die Benutzung über Schutzfilm. Unsere Ausstattung mit Mikrofilmscannern ermöglicht die Herstellung von Scans vom Film. Wenn Interesse daran besteht, bitten wir gerne eine Beratung vor Ort an. Zu beachten sind gewisse Benutzungseinschränkungen aufgrund noch bestehender Urheberrechte, des Schutzes personenbezogener Daten, nach sächsischem Archivgesetz 10 Jahre nach dem Tod endend, wenn das Todesdatum nicht bekannt ist, 100 Jahre nach Geburt, wenn auch das Geburtsjahr nicht bekannt ist, 60 Jahre nach Entstehung der Unterlagen. Dann der Rechte von Eigentümern. Das gilt für die Verlagsarchive von Breitkopf und Hertel, der Edition Peters und des Friedrich-Hofmeister Verlags, die nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik an die früher enteigneten Alteigentümer rückübertragen worden sind. Anfang 2020 konnten wir Geschäftsbücher und Aufzeichnungen zum Absatz von 4 Musikverlagen aus dem 19. Jahrhundert nach ihrer Digitalisierung auch online zugänglich machen. Genauere Informationen zu dieser wichtigen Quellengattung können Sie einem Beitrag in der Tonkunst entnehmen. Digitalisierung analoger Unterlagen ist allerdings sehr aufwendig. Daher lassen Sie sich, bezogen auf Archivgut, nicht täuschen von einzelnen, in der Regel drittmittelfinanzierten Leuchtturmprojekten. Das Archivgut in den kommunalen und staatlichen Archiven ist, flächendeckend betrachtet, bisher nur im Promillebereich digitalisiert und online zugänglich. Das hat verschiedene Gründe, auf die ich hier aber nicht näher eingehen möchte. Die Recherche in Archivgut von Musikverlagen, ist das nun wie die Grabung nach ungeöffneten Königsgräbern? Natürlich ist das Bild nur teilweise stimmig, aber einige Analogien gibt es schon. Das Material ist sperrig. Sie müssen sich vielleicht durch viel Geröll arbeiten, um auf die Sie interessierenden Funde zu stoßen. Die Recherche ist schwierig. Allein schon die Kurrentschriften können einige Mühen bereiten. Und anders als Bücher sind Geschäftsunterlagen nicht für eine spätere Lektüre durch Dritte verfasst worden.
Die historischen Dokumente sind zwar durch Findmittel zugänglich gemacht, aber ansonsten nicht aufbereitet. Das allerdings macht es auch so spannend. Sie können Neues herausfinden. Die Pfade sind nicht ausgetreten. Und was für die eine Forschungsfrage Geröll ist, kann für eine andere Forschungsfrage von hohem Interesse sein. Um im Bild zu bleiben, es geht ja nicht nur um die Maske des Pharao, sondern auch um die Grabbeigaben und ihre Aussagekraft für die Kultur der Entstehungszeit. In jedem Fall können die schriftlichen Zeugnisse der Musikverlage Grundlage für Detailforschungen bilden, deren Ergebnisse wiederum Stoff für umfassende Synthesen oder übergreifende Theorien werden können. Ich lade Sie herzlich ein, auf unserer Website zu recherchieren oder sich per E-Mail mit Ihren Fragen und Anliegen an uns zu wenden. Wir freuen uns über die Nutzung unserer Musikverlagsbestände und laden Sie herzlich dazu ein. Ihre Thekla Kluttig.